Es wird wieder Zeit für eine weitere Skin-Contest-Runde zusammen, diesmal mit Lofty. Was geht, Lofty? Was geht? Wir sind diesmal knallhart. Wenn wir beide nicht derselben Meinung sind, sofort töten. Also wenn einer von uns sagt, ey, den will ich nicht weiterlassen, dann wird er direkt sterben. Und deshalb, Leute, aktiviert die Glocke, zersprengt den Like-Button und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Skin-Contest. Das heutige Thema ist einfach, überrascht uns, egal wie. Und es ist das erste Mal, dass ich zusammen mit Lofty bewerte. Mal gucken, wie wir zusammen harmonieren und ob wir vielleicht derselben Meinung sind oder vielleicht öfters mal gar nicht der Meinung sind. Die erste Person kann hier durchkommen. Let's go. Stellt euch lieber hinten an, sonst seid ihr tot. 3, 2, 1. Nicht vordrängeln. Letzte Verwarnung. Du musst nach hinten, sei ich dir ehrlich, sonst bist du tot. Ich hätte dich sowas von weitergelassen, Herr Lama, ne? So einen coolen Skin hattest du, Herr Lama, aber das ist schon frech, dass du dich einfach vorne vordrängen willst. Ich meine, ich mache das auch, aber das war bei dir richtig 31er-mäßig. Der nächste kommt rein. Okay, direkt der erste Skin. Oh, danke an die Helfer. Der erste Skin, der hier durchgekommen ist, ein violetter Skin, haben wir auch schon öfters bei einem Skin-Contest gesehen. Aber diesmal finde ich mal die Spitzhacke mega nice. Dein Backbling auch übertrieben. Was sagst du, Lofty? Ja, ich würde auch durchlassen. Direkt weiter, ne? Ja, komm, du bist weiter. Nächster. Aha. Holzkopf-Lama ist am Start, oder was? Und über uns fliegt ein Helikopter. Ich sehe dich in gefühlt jedem Skin-Contest. Du bist hier schön weihnachtlich wieder gekleidet, hier mit deinen Lebkuchenspitzhacken. Dein Geschenk ist auch cool. Passt optisch alles, aber ich sehe dich zu oft, Bro. Ich finde, das ist nichts Besonderes mehr, leider. Der nächste. Oh mein Gott. Digga. Lofty, siehst du diesen Skin? Habe ich vorher noch nie gesehen. Weißt du, wie lange ich diesen Skin nicht mal gesehen habe? Sein Backbling passt richtig heftig. So, deine Spitzhacke passt von den Farben nicht. Aber ich sag dir ehrlich, du bist richtig heftig. Du bist heftig, feier ich. Du bist sofort weiter. Deine Spitzhacke wäre der einzige Kritikpunkt, obwohl das düster aussieht. Keine Frage, aber die Farben machen so ein bisschen alles kaputt. Dieses Blau und dieses Rote, trotzdem dieses Düstere passt natürlich. Dann der nächste hier sommerlich verkleidet, hier mit den türkisen Akzenten am Start. Backbling vom Skytrooper. Hier auch die Spitzhacke ist cool, feier ich. Was sagst du? Hör auf, hier rumzulaufen. Weiter, ne? Direkt weiter. Ja, nächster. Auf jeden Fall. Auf geht's. Oha, die Blingerella hier. Man kennt sie. Goldene Spitzhacke, goldenes Backbling als Münze. Aber genau weil ich sie immer sehe, muss ich dich leider auch töten. Sieht man sogar in den normalen Runden. Ey, ganz ehrlich. Sogar in den normalen Runden sieht man Blingerella. Du bist wieder dran. Ich sehe sie nicht. Oh, Digga. Sorry. Rote Ritter mit. Den sehe ich hier überall. Oha. Footballspielerin? Komplett im Blau und weihnachtlich gehalten. Du bist so weihnachtlicher Fußballspieler, Footballspieler oder was? Ja, nicken erstmal, ne? Ich hätte sie weitergelassen, aber Lofty war nicht der Meinung. Lofty ist nicht der Meinung gewesen, also wenn einer von uns nicht der gleichen Meinung ist, direkt tot. Hier, nächster. Teigwaren-Skin hier am Start. Gelbes Backbling mit einem Pilz drauf. Einfach so schön essen. Ey, feier ich. Dieser Skin ist echt relativ, das unterschätzt man, Leute, aber dieser Skin wird unterschätzt, weil er einfach vier Stile hat. Und deshalb, diese Version habe ich, glaube ich, noch nie, die gelbe Version habe ich noch nie im Skin-Contest gesehen. Feiere ich übertrieben hart. Spitzhacken natürlich auch Fun, wenn da hier passend zum Grill. Du bist weiter. Essen, Thema Essen komplett. Ich bin gespannt auf deine Story. Nächster. Der Soldat. Ja, sehr eifrig. Geld geklaut. Er hat das Geld geklaut. Mhm. Oha. Ein Soldat, ein böser dein Soldat Geld. Oder was? Hat er mein Geld geklaut? Dein Geld hat er geklaut. Sicher, dass er nicht dein Geld geklaut hat, Lofty? Okay, dann muss ich ihn wegmachen. Dann mach ihn weg. Er sagt nein. Okay, hat er nicht. Okay. Also ich finde die Kombi an sich voll cool. So die Farben passen gut. Auch so hier. Es passt halt nicht zum Thema Soldat. Weißt du, so ein Soldat. Ich stelle mir so einen Soldaten so zuverlässig vor. Aufrichtig, dass er keine bösen Sachen macht. Aber du bist anscheinend ein böser Soldat, der sich hier falsch verkleidet hat. Egal, ich lasse dich mal weiter, ja? Vielleicht hat er eine coole Story, die irgendwie dazu passt. Okay, diesen Skin sieht man auch echt selten, muss man sagen. Ich kann sagen, ich kenne ihn gar nicht. Es könnte auch so ein Stunny-Skin sein, den er in so einem Skin-Contest benutzt, ne? Seltene Skins haben wir auf jeden Fall vorbei. Was meinst du, was denkst du, vielleicht macht er mit und musste deswegen so schnell los? Ey, das wäre unnormal krass. Stellt euch mal vor, Stunny ist in diesem Skin-Contest heimlich noch dabei, bevor wir den Stream beendet haben. Bist du Stunny? Er würde aber nicht dieses Spitzhacke nehmen, sei ich dir ehrlich. Die Spitzhacke würde er nicht nehmen. Sagt der Stunny. Ich lasse dich mal weiter. Also ich feiere den Skin so oder so hier im Skin Contest. Backbling, nice, Spitzhacke würde er so nicht nehmen, aber reicht auf jeden Fall für erste Runde. Nächster. Ach, ich feiere diesen Skin einfach nicht. Ich feiere diesen Skin nicht. Ich habe sogar ein Thumbnail, wo ich diesen Skin einmal benutzt habe und gesagt habe, boah, das sieht eigentlich voll scheiße aus mit diesem Skin. Ach, der arme Pyro, Digga. Pyro, jedes Mal kill ich den Pyro in jedem Skin Contest. Der hasst mich schon. Und warum fliegst du hier in der Luft? Der Arme hasst mich schon. Dieser Skin ist gerade neulich im Shop erschienen. Goldschläger am Start. Hier, Backbling ist auch nice. Stellt euch vernünftig hin. Dieser Skin ist echt relativ neu hier. Und du weißt, es ist kein Wow-Effekt. Und wir sind hier in dem Skin-Contest, wo ich so Wow-Effekte haben will. Tridan, keine gute Auswahl, mein Guter. Kein Wow-Effekt von dir.
Wen haben wir hier? Fräulein. Das ist doch dieser Eierkopf-Typ, der einfach so einen Schoko-Eierkopf eigentlich hat, in einem anderen Stil. Backbling, okay, Spitzhacke feiere ich gar nicht, du entscheidest, du kannst ihn am Leben lassen oder töten. Sorry, der Luca. Der fliegt einfach. Der fliegt einfach. So, der nächste. Ah, bist du schon rausgekommen? Kaugummi-Göre. Backbling sieht man halt auch schon so auf. Dieser Backbling hat jeder umsonst bekommen. Und deshalb feiere ich dich gar nicht. Der nächste. Oha. Die japanische angemalte Schwarz-Weiß-Göre am Start. Spitzhacke passt ja mal mega perfekt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ist das vom Set? Wenn ja, spring. Ich ist nicht, ne? Ist dein Backbling vom Set? Okay, dann okay. Wirklich heftig, heftig gut ausgewählt. Feiere ich übertrieben krass. So. Da sind echt krasse Skins dabei. Es geht nicht darum, dass sie selten sind. Es geht um diesen Wow-Effekt. Wenn ich diesen Wow-Effekt nicht habe, dann bringt das nichts. Wir haben ja auch Skins weitergelassen, die nicht selten sind. Backbling gar nicht cool ausgewählt. Spitzhacke auch nicht. Es passt halt nur zum Astronauten, sonst hätte ich dich weitergelassen. Schade, John. Der nächste. Nussknacker. Wisst ihr, wie lange wir den Nussknacker nicht gesehen haben? Vor allem in dieser Version, Leute. Diese Version mit diesem Backbling, mit dieser Spitzhacke feiere ich übertrieben hart. Ja? ICTVs Cousin, hau mal ab hier. Geh mal ganz schnell nach oben, du bist auf jeden Fall weiter. Okay. Bei dem Skin ist cool. Backbling ist mal richtig schlecht ausgewählt. Spitzhacke ist auch gar nicht cool. Feier ich null. Also, Lofty, du weißt, was zu tun ist. Bam. Sorry. Nächster. Hühnchenkopf Larry. Hühnchenkopf Larry, an sich ein Skin, den man schon relativ oft im Skin-Contest gesehen hat. Aber, jetzt kommt das Aber, Leute. Die Spitzhacke und das Backbling passt irgendwie meiner Meinung nach so krass gut, dass dieser Skin einfach richtig mächtig. Für mich irgendwie dieser Wow-Effekt ist gerade vorhanden. Ich feiere das irgendwie, keine Ahnung warum, aber ich feiere diesen Skin gerade mit diesen Items. Lofty, wenn ich dich gar nicht zu Wort lasse, sag Bescheid, ne? Ne, ach was, absolut. Alles gut so, wie ich mache? Ich habe das Gefühl, ich rede gerade zu viel. Absolut. Ich guck gerade nur, wer mich eben angeschossen hat. Ja, okay, dann der nächste. Okay, dieser Skin erinnert mich immer an ein Video, was ich damals mit der Community aufgenommen habe. Aus persönlichen Gründen würde ich den weiterlassen, aber der gefällt mir eigentlich mit der Spitzhacke gefällt bei mir nicht so. Du entscheidest, du hast das letzte Wort. Also, wer ist ein animierter Skin? Also, mehr cartoonmäßig würde ich ihn auch durchlassen. So ist halt echt. Den Skin feiere ich. Der ist echt geil. Ich habe den gefühlt noch nie gesehen vorher. Aber die Kombi passt so leider nicht. Okay, sorry, wir müssen uns beeilen. Der nächste, schnell, baut ihr schon mal ein Jump-Pad? Oha, der Herbstskin, auch lange nicht mal gesehen. Spitzhacke cool. Backbling ist okay. Würde ich vielleicht ein anderes Backbling auswählen. Aber da du relativ selten bist, direkt weiter. Ja. Und der Iris-Skin, ey, darüber müssen wir gar nicht reden. Sorry, Iris-Skin. Finn, nehm mal's gut. Leute, wir haben nur noch... Oh mein Gott, wir haben echt gut aussortiert, muss man sagen. Jump-Pad vielleicht, Jungs? Nee. Leute, das ist persönliche Meinung immer manchmal auch. Ihr dürft dann nichts übel nehmen. Andere würden vielleicht anders bewerten. Aber wir müssen ja irgendwie vorankommen, wisst ihr? Deshalb nehmt uns da gar nichts übel. Ich werde das bewerten, was ich meiner Meinung nach cool finde und was ich für Kriterien habe. Das ist ja dann meine Meinung, wisst ihr? Richtig. Das sage ich meinen Jungs auch immer. Deshalb alle nach oben, Jungs. Kommt alle nach oben. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt nochmal, bevor wir zu den Stories kommen, einen kleinen Durchgang, wo ihr uns nochmal mit einem Emote oder einem Emoji überzeugen könnt. Ja, dürft ihr euch entscheiden. Egal wie. Und in diesem Skin Contest will ich nichts doppelt haben. Ganz wichtig. Also überlegt, was ihr machen wollt. Alle durch diese Tür. Ich schieße einmal. Okay, der Soldat. Was macht der Soldat? Der erste Soldat. Falle passt cool, ja? So ein Soldat mit einer Falle ist cool, ja? Feier ich. Ja, auch zur Farbe passt. Passt perfekt eigentlich. Nur sein Backblink stört mich da gerade. Neuer Emote, den er hier einsetzt, passt auf jeden Fall zu den gelben, orangenen und roten Akzenten direkt weiter. Schön bunt. Bunt. Das bringt den Punkt auf den Nagel, das würde ich sagen. Ja, wollte gerade sagen, gruselig müsste sein. Ja, auf jeden. Weiter, du bist weiter. Es wird, denke ich mal, eine leichte Runde für alle. Jumpstyle. Feierst du das? Finde ich passt. Ja, doch. Finde ich passt zu dem. Okay. Für mich war das... Ich hätte ihn auch weitergelassen, weil ich den Skin cool finde. Den sehe ich leider nicht. Musst du bewerten. Er passt farblich. Das ist echt grenzwertig. Echt grenzwertig. Okay. Ich merke... Nee, geh durch. Nächster. Okay, hier Capoeira. Feier ich. Capoeira zu so einem... Habe ich noch nie gesehen. Der ist richtig selten geworden, ja. Zu so einem Sonnenstrand-Typen. Mit einem Drachen, ey, Herbst, Drache, passt das? Ja, das passt, ja. Let's go. Safe. Feier ich. Schön windig. Oh, das ist echt eine starke Runde gerade, feier ich, dass diese Runde unnormal krass stark ist. Auch weiter, Ich sehe halt nicht, was für ein Skin er hat, ich vertraue dir da. Einer meiner Favoriten bis jetzt. Clown, ey, das passt ja unnormal krass. Nächster. Ja, doch. Hähnchenkopf Larry direkt weiter, keine Frage. Ey, wir haben ihn durchgelassen, scheiße. War eine leichte Runde, das ist eine leichte Runde gewesen. Teigwaren-Skin. Sonne, Monne. Ja, komm.
Ich hätte ihn. Sein Skin feiere ich. Okay, ich hätte ihn weiterlassen. Haben wir irgendwie ein Jumppad? Ja, wir haben ein Jumppad. Ehrenhaft. Leute, kommt alle. Nicht abbauen. Nicht vergessen, nicht abbauen. Bam. Alle zur Zone. Maradeure. Killt mal die Maradeure, Jungs. Warum müssen die genau in der Zone auf uns warten? Wie eklig. Ich hätte halt Granaten jetzt, um die zu holen. Aber dann würde ich locker aus den anderen attackieren. Aber vielleicht macht hier unser ASI-TV-Bruder Cousin, Musen hier, zack, der macht hier Welle. Bababam, easy. Okay, alle weiter in die Zone, Jungs. Stark gemacht, stark gemacht. Rocket Launcher nicht mitnehmen. Ganz, ganz wichtige Hase. Haben wir hier nochmal ein bisschen Action im Skin-Contest gehabt? Gar kein Problem, weiter geht's. Drum ganz schön liegen lassen. Man kennt den Hasen. Ich würde, bevor wir zur Story kommen, ich hätte noch sogar gesagt, ein Tanzbattle. Lofty, sag ich dir ehrlich. Ja, würde ich auch sagen. Es sind noch zu viele für so eine Zone. In 5 Sekunden müsst ihr euch entschieden haben. 5, 4, 3, 2, 1. Ey, das war echt krass, wenn Stan jetzt dabei wäre. Muss ich ehrlich zugeben. Vielleicht ist er dabei. Ich hab echt das Gefühl, das ist er. Aber ich glaube, nee, er hat gar keine Zeit gehabt und muss das Stream echt beenden. Okay, dann würde ich mal sagen. Okay, let's go. Ja, passt mega nice. Auch richtig stark. Ich sag dir ganz ehrlich, lass mal keinen noch killen, weil das ist vielleicht doch unfair, weißt du? Wenn man wirklich einen von denen rauskickt. Also nehme ich das, was ich gesagt habe, zurück. Und wir gucken erstmal und killen die schlechtesten. Okay, das rechte feiere ich gar nicht. Feierst du die von links? Ich sehe nicht, was die für einen Skin hat. Also, ich hätte beide. Ja, dann kicken wir beide. Wir kicken einfach beide, ganz ehrlich. Wir müssen aussortieren. Wir haben kurz die Regelung verändert, Leute. Chicken und Herbst. Links fahre ich übelst hart und das ist halt so Dulli-mäßig, so Boomi-mäßig, das passt auch richtig gut. Die nächsten zwei. Ich finde sie so geil. Düt-düt, oh, LKW-Fahrer, nee, okay, gelb. Ich feiere das. Ich feiere das wirklich. Was hat das mit seinem Skin zu tun? Ich weiß nicht, aber ich feiere das so. Ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein LKW-Fahrer ist. Aber okay, okay. Killing, du hast gesagt, wenn wir nicht der gleichen Meinung sind, töten wir ihn. So, die nächsten zwei. Okay, das sind wirklich meine zwei Favoriten hier gerade. Banane passt mal aber gar nicht. Das passt aber auch nicht so gut. Ey, ich sag euch, eigentlich müsste man euch beide töten. Komm mal mit. So, jetzt, Leute, stellt ihr euch alle... Ist ein bisschen anders, dieser Skin Contest. Jetzt stellt ihr euch mal alle an diese Wand und macht einen Emoji. Die ganze Zeit, permanent diesen Emoji. Die ganze Zeit, wieder und wieder. Und wir werden jetzt einige von euch jetzt töten müssen, wo wir sagen, okay, das passt gar nicht. Ihr habt einen Emoji. Macht den jetzt permanent. Schauen wir das an. Okay, Fräulein Herbst. Fräulein Halloween. Passt von den Farben leider nicht. Sie sucht noch gerade was aus. Chicken. Okay, Pizza. Palme. Hast du noch Pop-Money? Ja, also ich sagte, die braucht allein jetzt schon viel zu lange. Ja, schade. Ja, passt auch nicht. Passt Sko, nicht. Schade, schade, schade. Dein Emote war auch gerade nicht nice. Von den restlichen, wir müssen in die Zone, würde ich sagen, dass ich Fräulein Halloween töten muss. Pass auf, wir werden sonst alle sterben. Ich hab gehört. Ist irgendjemand runtergefallen? Nein, krass. Krass, krass, krass. Krass, krass, krass. Okay, es liegen nur noch 6 Kandidaten. Vielen, vielen Dank an dem coolen Helfer hier. Du hast echt deine Sache gut gemacht. Danke, Nicolo Toxic, Ehrenmann. Kommt mal alle her, alle runter zu mir. So, wir haben jetzt nur noch 5 Kandidaten. Das sind echt 5 gute dabei gewesen. Der ein oder andere hat leider mit seinem Emote verkackt. Du, Kollege, warst hier eigentlich einer meiner Favoriten. Und deshalb musst du jetzt wirklich fett punkten, ja? Kommt runter, Jungs. Es ist Zeit für eine Story. Macht eine Story. Sue, kurze Frage. Was mache ich denn mit Leuten, die auf mich geschossen haben? Vielleicht war das aus Versehen. Gelten wir mal so. Ja, gelten wir mal kurz so. Auf Ehrenbruder-Basis. Ey, komm, vielleicht war das echt ein Fehler. Ganz kurz alle nochmal in die Mitte kommen. Ganz kurz alle nochmal in die Mitte. Also, ich stelle kurz mal das Finale vor. Wir haben auf der linken Seite unseren Teigwaren-Skin in Gelb. Feier ich auf jeden Fall von der Optik. Hühnchenkopf Larry hat ja auch richtig gut gezeigt, dass er auf jeden Fall was auf dem Kasten hat. Der Kollege hier, der hat leider für mich ein bisschen auf der Kippe gestanden. Fräulein Herbst war auch richtig gut. Und das war's. Es sind doch nur 4 Kandidaten. Lofty, was ist deine Meinung so bis jetzt zu denen? Bis jetzt, ich würde ihn gehen lassen. Okay, der muss auf jeden Fall richtig fett jetzt punkten. Okay, Jungs, ihr habt ein bisschen Zeit. Macht eine coole Story. Zeigt uns, was ihr drauf habt. Wir müssen erstmal hier den überprüfen. Ja. Okay, er baut sich erstmal zu. Ganz normal. 3 Wände. Man kennt's. So. Für dich ein kleines Tänzchen, ne? Oh. Nee, 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 nee. Ein bisschen Salz von unserem Teigwaren, Mann. Pizza, Salz, Salz auf Pizza. Pizza ist fertig. Zack, gönnt sich die Pizza. Kurz und einfache Story zu seinem Nahrungsskin, ja? Zu seinem Essensskin. Hat mich jetzt nicht so übertrieben krass überzeugt. Ja, was macht Mr. Chicken? Ja, Mr. Chicken hier, Feuer, Pfanne, Fische...
Macht er gerade seine Fische fertig, oder was? Das war's schon? Aha. War auch okay. Vielleicht hättest du noch ein paar weitere Emotes gemacht. Oder machen sollen. Hier, der Nussknacker. Was hat Fräulein Herbst? Warte, lass mal. Okay, lass mal zum Nussknacker. Nussknacker! Oh, auch zufällig eine weitere Pizza-Story. Er gönnt sich erstmal ganz geschmeidig die Pizza, darauf hätte ich auch Bock. Gönnt sich jetzt vielleicht sein Soda-Getränk. Num, 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 num. Sprite, oder was? Keine Schleichwerbung an dieser Stelle. Und muss dann aufs Klo und geht aufs Klo, oder was? Jetzt geht er kacken. Oh, er muss kacken. Ey, die Story finde ich richtig nice. Hatten wir so ähnlich noch nicht gehabt. Fräulein Herbst, du bist dran. Ach so, hat kein Material, hab ich nicht gehabt. Ne? Oh, sie hat keine Metz. Sorry. Hier. Okay. Sehr schön. Nochmal angedeutet, dass sie keine Metz hat. Aber dann direkt zur Stelle platziert hier die Wände. Ein Baum. Ja, stimmt. Das habe ich gerade auch gesehen, dass sie das gemacht hat. Ein Baum, ein Busch. Herbst. Passt auf jeden Fall zu ihrem Herbst gehen. Aber das Emote. Und dann mit dem Drache. Das hat sie schon gemacht, leider. Ja. Das hast du halt schon gemacht. Und dann hat sie noch einen Pilz gefunden. Und gönnt sich den Pilz und verreckt. Ich weiß nicht, ob das jetzt zur Story gehört hat, dass sie da rausgerannt ist. Aber Leute, damit hat sie sich selber gekillt. Aber ich würde jetzt auch gesagt haben, oder ich hätte jetzt gesagt, es war mit Abstand auch die schlechteste Story von den dreien. Okay, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zum alles entscheidenden Ende. Drei Kandidaten. Ich finde, du hast dich echt gut rausgerettet. Du bist mit dem wieder auf gleichem Level. Alle drei sind für mich auf dem gleichen Level. Alle drei haben hier... Alle drei machen jetzt einen kleinen Dance-Emote. Auf jeden Fall. Wir und danach gibt es einen Sticker-Emote. Ich finde sogar, wir können Punkte verteilen, ja? Wir können Punkte verteilen. Dann machen wir Punkte. Einen Emote nur, Jungs, nicht mehrere. 1-1 für Chicken und dem hier. Ein Punkt minus für dich deshalb. Lass noch ein Emote, lass mal hier runter, Jungs. Keiner baut jetzt mehr was. Der nächste Emote, der macht die Gitarre. Das hast du in deiner Story gemacht. Das ist auch ein Punkt Abzug für dich. Teigwaren in Gelb, bis jetzt führt er, der Kollege. Die zwei haben bis jetzt einen Minuspunkt. Der führt gerade. Okay. Macht jetzt noch ein Emoji. Ein Emoji will ich sehen, Jungs. Hast du das vorhin gerade auch gemacht? Wenn ja, duck dich. Hat er nicht. Okay. Hamburger, passend zum Essen. Popcorn. Ein Emoji solltest du machen, Kollege. Das ist auch ein Minuspunkt für dich. Ihr müsst zuhören, was wir sagen. Jetzt macht ihr noch einen Tanz. Am besten nebeneinander, Jungs. Genau. Ich hab meinen Sieger. Ich habe meinen Sieger. Hat er auch, der hat das. Ich finde, das passt auch nicht zu ihm. Ich hätte den Chicken jetzt auch gekillt. Ich hab meinen Sieger, Lofty, sag ich dir ganz ehrlich. Mein Sieger ist der rechte Skin. Was sagst du? Ja, doch. Ja, der hat leider auch zu viele Fehler am Ende gemacht. Deshalb, meine Damen und Herren, Teigwaren-Skin in Gelb ist der heutige Sieger. Kill uns ganz schnell. Wer ist es? Wer ist es? Es ist Stani. Spaß, es ist Noob Wadi. Noob Wadi hat das Spiel hier gewonnen. Noob Wadi hat hier diesen Skin-Contest gewonnen. Coole Emotes, coole Story am Ende noch gehabt. Story war okay, aber hat sie trotzdem noch gereicht für den Sieg. Deshalb, Leute, lasst auf jeden Fall einen guten, saftigen, geschmeidigen Daumen nach oben da. Checkt auch Lofty ab. Jetzt haut rein. Peace.